Einen wunderschönen guten Morgen. So, für uns geht's gleich mal ans Düft dran. Zuerst schauen wir noch, ob wir Brief bekommen haben. Pöstlein ist da. So, Forschungs, ein Mix haben wir bekommen. Wir haben die Forschung für den Bauplan abgeschlossen, hieß das Ergebnis. Yay! Okay. So, Fertigung abgeschlossen, abgeschlossen, abgeschlossen. Jetzt haben wir noch 4 Stunden. So, dann haben wir hier, okay, was könnte man da dann reinhauen? Gestärktes Glas. Zack, auftanken. Ja, dank mal auf, passt. Verdammt. Ja, wir müssen so oder so. Denen geht's eh gut. Auf jeden Fall Holz farmen. So, pass auf. Hier haben wir die Dänen. Was ist das? Klebrig und gefährlich. Von der Haut fernhalten. Kann zur Fertigung verwendet werden. Okay, dann haben wir das da rein. Da haben wir die Chip. Die CDs lasse ich gleich da. Die müssen wir dann eh mitnehmen. Was haben wir da? Ventil. Was ist das? Metallgefäß. Stahlrohr. Wir haben eine neue Jacke. Unsere Jacke macht jetzt 10 Verteidigung und maximale Ausdauer. Verteidigung. Schick. So. Dann warte. Holzkiste. So, hier. Dann. Bleibarren. Das ist Bleierz, Bleibarren. Das klatschen wir gleich hier rein. Dann haben wir hier Stein, Holz. Marmor. Die Barren, diese Barren, den Draht, hier habe ich schon ein Ventil. Achso, das ist aber ein anderes Ventil, oder? Ne, sind dieselben. Okay. Okay, die sind jetzt aufgebraucht. Dann haben wir hier den Motor. Da haben wir das Essen. Die kommen da rein. Was ist denn das? Sulfat. Was ist das? Entflammbare Mineralien zur Herstellung von Schießpulver. Okay. Hier kommt der Stoff mit rein. Das kommt hier mit rein. Da haben wir den Schleim. Das. Wo sind denn unsere... Hier haben wir die Schaltkreise. Hier kommt das rein. So, und das Sulfat. Wo haben wir das dazu? Haben wir keinen Platz. Egal, haben wir dabei so rein. Wo sind unsere restlichen CDs? Hier. Dann gehen wir gleich wieder forschen. Das, was ich eigentlich machen wollte, habe ich nicht gemacht. Was brauche ich denn alles überhaupt? Das brauche ich, das brauche ich. Die Kupferbarren braucht man auch. Kupferbarren, ich, Glas. So, warte mal. Platzieren.
Platzieren. Platzieren. Platzieren. Platzieren. So, dann braucht man kleiner Motor. Glas. Verdammt. Verdammt. Glas. Nee. Nein. Egal. Dann brauchen wir die Kupferbarren. Kleiner Motor. Kleiner Motor. Dann brauchen wir noch Glas und Faserstoff. Okay. Nähkästchen, da kommt da rein. Relikte kommt da rein. Und die Barren kommen da rein. Okay, das heißt, warte mal, jetzt gehen wir in erster Linie mal forschen. Und dann braucht man Fell. Wo haben wir das herbekommen? Haben wir das zufälligerweise vor die Lamas bekommen? So, Petra. Reden wir mal mit ihr. Ich glaube, die Töfftöfts werden unser Leben verbessern. Und wenn nicht, ist es immerhin eine Demonstration, wie man uralte Technologien einsetzt. Genau. Hast du etwas Neues entdeckt? Ja. Ich gebe da 10 Disk. Ja. Normale Forschung. Das passt schon. So, dann reden wir noch mit der Merlin. Warum sind die Leute wegen der TÜV-TÜV-Transporte so aufgeregt? Die Ahnen hatten Fahrzeuge, die 1000 Kilometer pro Stunde geschafft haben. Und das am Boden. Stell dir das vor. Okay. So. Jetzt brauchen wir Lamas. Lalalamas. So, da haben wir schon die ersten. Oh. Oh je. Ich brauche das Fell. Es tut mir so leid, aber ich brauche das Fell. Jetzt kommen keine mehr. Da hinten haben wir noch welche. So viel Gackihaufen. Die nehmen wir auch alle mit. Tierkot. Tierkot. Aber leider keine Samen. So, ich glaube, das reicht dann schon. So. Ist fertig. Da braucht man den Faserstoff. Dann braucht man ein bisschen Holz. Ah ja, an den Blutstein. Ah, der geht sogar. Ich habe keine Ahnung, wo man den Blutstein rausbekommt.
Da war auch keiner mit drin. Hä? Der geht. Ist auch keiner drin. Da glaube ich, war jetzt einer drin. Nee. Hä? Das gibt's ja nicht. Soll ich den Blutstein hernehmen? Auch keiner. Da war jetzt einer drinnen. Okay, ich habe halt jetzt nicht darauf geachtet, welche Größe der Stein hatte oder wie der aussah. Da war, hallo. Ich habe die Baupläne der Döfstöfs gesehen. Sie sind so klein, damit wird man nichts Großes transportieren können. Ja. Hauptsache, du hast drinnen Platz. Alles andere ist egal. So. Ich will den Pilz da hinten haben. Da ist auch noch einer. Das ist ein Apfelbaum. Okay, wir haben 36 Holz. Das ist ja noch gar nichts. Das ist ein Apfelbaum, den nehmen wir noch mit. Ah, wir müssen näher ran. Und dann reicht das schon mal wieder für den Anfang. Dann müssen wir Glas brennen. So. Haben wir da... Können wir den Stein hier eventuell auch noch mitnehmen? Ist das eigentlich nur Glückssache mit den Blutsteinen? Da war wieder einer dabei. Da war keiner dabei. Okay, ja, dann warten wir mal.
So, hier Benzin aufgebraucht. Na toll. Auftanken. Auftanken. Wir sind eh noch in Arbeit. Hier haben wir das gehärtete Glas. Das gehärtete Glas ist noch eine Stunde. Okay. Dann das hier ist fertig. Dann setzen wir die hier an. Einmal Nähkästchen. Dann können wir das reintun. Das. Das hier. Dann brauchen wir die Erze. Haben wir das. Das. Dann Holz. Zack, zack, zack. Dann haben wir hier einen Wurm. Hier die zwei noch. Das kommt hier rein. Schmeißen wir hier das gehärtete Glas mit rein, die Bronzebarren, der Stein, das Sand. Das und jenes. Dann schmeißen wir hier die CDs mit rein. Und auch Marmor. Hier kommt das Fleisch rein. Okay. Für die Blutsteine habe ich jetzt nichts. So, das ernten wir hier. Okay, dann tank mal auf. Okay, bringt nichts. Wenn ich sage hier zwei. So, warte. Vier. Geht sich das dann aus? Nee, brauchen wir noch eines. Dann geht es aus. Dann kommt hier auftanken. Sieben fertigen zwei. Passt hier. Benzin aufgebracht. Auftanken einen. Okay. Dann wollten wir was machen. Hier könnte man auch irgendetwas machen. Warte mal, die Marmordielen haben wir rein. Okay. Und hier machen wir die Hartholzbretter. Und dann haben wir schon wieder kein Holz mehr. Also mit dem Holz ist ein Wahnsinn. Na, holen wir einfach noch ein bisschen was. Ups. Also, großer Baum. Hier ist noch ein kleiner. So. Dann schauen wir nachher mal, ob irgendwer so eine Quest für uns hat. Warte. Okay, da wird nichts angezeigt. Da machen wir den noch mit. Dann könnten wir ja eventuell noch ein paar Bäume treten, weil wir ja sowieso die Kokons und das noch brauchen.
an Honig. Da mein Kokon. Wieder Honig. Okay, da gibt halt nichts mehr. Sehr cool. Haben wir genug Honigwaben wieder, dass wir in der Stoffmaschine weitermachen können. Und wenn der Döff-Döff fertig ist, müssen wir dann gleich schauen wegen einem Mixer. So. Das heißt, den Energiestein, Energiestein sage ich, den Blutstein haben wir auch. Den könnten wir ja da gleich weiterverarbeiten, beziehungsweise gleich schauen, was brauchen wir. Okay, ist abgeschlossen. Dann haben wir hier Glas rein. Ist gleich voll. Das heißt, Handbuch, Montage. Und zwar wollten wir machen die industrielle Schneidemaschine, oder? Ah ja, da brauchen wir die zwei Schleifsägen. Hier. Das ist hier. Da können wir dann zwei machen. Perfekt, dann haben wir das. Zwei Schleifsägen. Die Schaltkreise besitzen wir. Und da... Carbon-Schaltbahn brauchen wir 10. Warte. Da brauchen wir aber Holzkohle dazu. Ja, brechen wir ab. Machen wir dazu. Jetzt haben wir schon wieder kein Holz mehr. Dieses verdammte Holz. Sechs Faserstoff. Wir haben 3. Warte. 3. 2 sind noch drinnen. Ja, da müssen wir noch schnell. Oh, jetzt schlafen's. So ein Fell. So, okay. Ein Fell eventuell noch. Okay. Das reicht. Mehr braucht man nicht. Dann kann ich noch eines mit reinhauen. So, hier. Dann fertigen eines noch dazu. Qualitätsleder. Okay, das braucht eh alles noch. Was könnte man denn machen? Ausdauer haben wir halt jetzt gar keine mehr. Es ist erst Dienstag. Kann ich sowas noch dazu annehmen? Ah, verdammt, jetzt habe ich nicht geschaut. Handelsauftrag. Esstisch 3. Okay, warte. Brauche ich ja wieder Holz dazu. Hier.
Esstisch, Stehtisch, Esstisch. Brauche ich noch ein Holzbrett. Okay, das heißt, wir müssen, wie lange dauert ein so ein Holzbrett? Okay. Egal, dann können wir das dann annehmen. Fertig machen, besser gesagt. So, was bekommen wir dafür? Gar nicht mal so wenig eigentlich. Cool. Und es ist fertig. Das heißt, Esstisch fertigen. Ja, dann gehen wir das ab. Dann müssen wir dann da runter. Er angelt gerade. Oh, jetzt sogar einen kleinen Sitz dabei, der Quiwa. Tolle Arbeit, du bist ein sehr zuverlässiger Handwerker. Yay! Beziehung plus 5 und 24. Gut. Das heißt, jetzt müssen wir eigentlich nur mehr auf das Glas warten. Und auf den Stoff. Den Faserstoff. So, wie sieht's hier aus? Glas. Glas. Wie sieht's hier aus? Kohle. Wie viel Glas braucht man? 5 Glas. Faserstoff 6. Okay, warte. Glas. Die zwei Sachen braucht man. Was da? Teddybär? Teddybär? Ein genährter Bär, der einfach nur rumsitzt. Bei Platzierung im Haus. Na gut, dann machen wir das. So, warte mal, wir setzen das, kommt jetzt da runter. Ein Blühspiel kann ich gar nicht. Ist das dasselbe wie der? Sieht fast so aus, gell? Ja. Können wir den auf die Maschine draufsetzen? Auch nicht. Drehen. Sternchen, der hat auch ein Sternchen. Das heißt, das sind dieselben. Dann könnten wir blüten. Da ist schon was fertig. Ernten. Dann könnte man ansetzen. Kartoffelfrucht, Papaya und dann, okay. Ja, setzen wir noch einen Weizen an. Warte mal, dann Nahrung, falsch, kochen. Kommt das beim Kochen rein? Dann brauche ich das Nähkästchen. Da kommt das, das. Der wilde Kokon. Das braucht man unten. Kochen. Haben wir noch das Fleisch. Dann kommt das hier. Das und das. Das und das kommt da rein, das kommt da rein, das kommt da rein. Habe ich noch mehr Honig. Das Holz, das Holz.
Ah. Okay, dann setz mal hier das mit an. Dann müssen wir auf jeden Fall düngen. 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 Das geht nicht nochmal, da geht es nicht nochmal, da müsste es nochmal gehen. Okay, dann haben wir gedüngt. Passt. Dann haben wir... Okay, das dauert noch, das dauert noch, das dauert noch. Wir können ja mal schauen, was wir für einen Mixer dann brauchen. Montage. Der Mixer, wo ist er denn? Hier. Eine Schleifklinge, ein Arbeitstisch. Brauche ich zwei. Ah, da brauche ich auch die... Okay, dann warten wir damit noch, weil alles andere habe ich. Okay, dann... Wie lange dauert das noch? 16 Minuten. Hier drinnen Flaschenzug. Stahl. Okay, Giftgeschoss. Ich weiß zwar nicht, für was, dass ich die brauche, aber du. Fertigen wir einfach welche. Weil einen Tag 6 Stunden, es wäre sonst Blödsinn, wenn das einfach einfach so verlaufen würde. So, ist abgeschlossen. Wie lange haben wir dann hier? Noch einen Tag. Gut, dann haben wir hier. Sehr gut. Und dann brauchen wir nur noch das Glas. Wie viel Glas braucht man? 5. Also jeweils eines noch drinnen. Dann machen wir da eines noch mit dazu. Müssen wir auftanken. Naja, es ist zu wenig. Ach nö. Glas. Ja. Machen wir 5. So. Ich brauche weit mehr Brenner. Ja, das ist halt ein bisschen eine langweiligere Folge. Wir könnten aber derweil mit den Leuten sprechen. Was macht denn er? Ich habe gehört, dass die Ziviltruppe die beiden Banditenbrüder vertrieben hat. Lass dich von ihren bescheuerten Plänen nicht reinlegen. Das haben wir nicht vor, aber danke. Wir könnten ja... ein bisschen herumschauen. Ah, da sind wir hier. Haben wir uns da eigentlich schon mal genauer umgeschaut? Zwecks Truhe und so, ne? Weißt schon. Okay, da komme ich nicht rauf. Fröhlicher Junge. Diese beiden Banditen sind so schwach. Wenn ich ihr Anführer wäre, wären die berüchtigsten Gang der Welt. Haha. Ja,
Sehr schön. Was bist denn du eigentlich? Das Gildensymbol der fliegenden Schweine. Das Gildenzentrum befindet sich in Lucien. Die Gilde widmet sich der Erkundung der Welt und Verteidigung der Schwachen. Sie hat überall Anhänger. Okay. Da sind Pferde. Komme ich da irgendwie hoch? Da ist ja das Krankenhaus. Geht hier irgendwas? Nee. Da waren wir auf jeden Fall schon. Da oben ist nix. Und da oben ist auch nix. Da oben bin ich mir nicht sicher. Wie komme ich da hoch? Verdammt. Oder kann ich nicht hoch? Okay, da ist aber eh nichts, wie es aussieht. Was haben wir denn hier? Achso, hier waren wir ja schon 15.000 Mal. Gut. Dann schauen wir noch mal nach Hause, ob das jetzt schon fertig ist. Hoppala. Da mein Glas. Da mein Glas. Das ist fertig. Dann dazu haben wir zu wenig Benzin aufgebraucht. Nein! 4 Stunden. So. Da auch, oder was? Nee. Glas. Dann, was könnten wir hier drin wieder machen? Dann haben wir hier wieder Kupferbahn rein. Tanken wir voll auf. So. Dann wollte ich noch schauen. Wir haben ja, können ja jetzt eigentlich bessere Kisten machen. Metallkiste. Glas und... So, jetzt machen wir mal eine. Ja, gespannt, kann ich die wohin stellen? Ja. Zack, öffnen.
Da könnte man die Barren. Alles, was für die Schneidemaschine vielleicht benötigt wird oder so. Ich lasse jetzt einfach mal da so stehen. Ha, da ist das Glas auch noch nicht fertig. Benzin aufgebraucht. Drei. Okay. Jetzt schaffen wir das TÜV-TÜV heute wieder nicht. Nee. Weißt du was? Die Folge ist eh schon so lang. Wir gehen schlafen und machen das morgen fertig. Ja? Sag trotz all dem Danke, auch wenn es ja ein bisschen etwas langweiliger war, weil wir hauptsächlich gewartet haben. Trotzdem danke fürs Dabeisein. Ich wünsche Ori eine gute Nacht und wir sehen uns morgen.